Das Mädchen Cynthia ist 18 Monate alt. Seine Haare fallen aus, die Glieder bestehen nur noch aus Haut und Knochen und der Bauch ist geschwollen. Diagnose Unterernährung ersten Grades. Bilder wie diese finden selten den Weg in argentinische Medien. Über die Hungerkrise spricht man nicht gern. Buenos Aires. Einst die stolze Hauptstadt des reichsten Landes Lateinamerikas. Nach 4 Jahren Krise wären Lebensmittel zwar immer noch reichlich vorhanden, doch niemand kann sie bezahlen. Inzwischen leben fast 60% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Das Kinderkrankenhaus von Posadas bietet europäischen Standard. Doch die Ärztin Paulina Tagliaberri hat hier mit jungen Patienten zu tun, deren Symptome man bisher nur aus den Katastrophengebieten Afrikas kannte. Die Ärztin glaubt, dass fast alle Kinder hier Hungersymptome aufweisen. Meist ist die Unterernährung die Ursache für andere Krankheiten. Der 6-jährige Maximilian ist hier im Spital, weil sich in seinem Hungerbauch eine Infektion gebildet hatte. In jedem Krankenzimmer das gleiche Bild. Meist sind die Kinder so geschwächt, dass sie zu wenig Abwehrkräfte haben. Sehr verbreitet sind Parasiten. Solche Krankheiten sind eine typische Folge der Unterernährung. Wie entsteht dieser Hungerbauch? Die schwachen Bauchmuskeln sind nicht mehr in der Lage, die Verdauungsorgane zusammenzuhalten. Das ist der Grund. Dann gibt es Blähungen, Luft und Flüssigkeiten im Verdauungsapparat. Doch die Muskulatur hat sich zurückgebildet. Schauen Sie, wie auch die Muskulatur am Ärmchen geschwunden ist. Es fehlt einfach die Muskulatur, um den Bauch zusammenzuhalten. Das Hungerproblem hat inzwischen fast alle Provinzen Argentiniens erfasst. Betroffen sind vor allem Kinder im Vorschulalter. Schulkinder erhalten wenigstens eine Mahlzeit in der Schule. Die Zwillinge Estefani und Germani. Sie kamen schon mit Mangelerscheinungen zur Welt, da auch Mutter Rosana de Lima unterernährt war. Die Ursache ist immer die gleiche: bittere Armut. Mein Mann hat nur Gelegenheitsjobs. Was denn für Arbeit? Alles Mögliche? Ja, alles Mögliche, was ebenso kommt. Und wie viel kann er denn verdienen, um die Familie zu ernähren? Ich weiß nicht, es kommt drauf an, vielleicht 2 Franken im Tag. Und bringt er jeden Tag Geld nach Hause? Nein, nicht jeden Tag. Aber wie oft in der Woche? Es kommt drauf an. Manchmal verdient er etwas, manchmal aber auch nichts. Also manchmal jeden Tag und dann nur einmal pro Woche. Es gibt Wochen, da kommt gar nichts. Ich kann ihr gar keine Empfehlungen für die Ernährung der Kinder geben. Sie hat schlicht kein Geld, das Essen zu kaufen. Die Familie von Cynthia wohnt am Stadtrand von Posadas in einem Einzimmerhäuschen. Die Sozialarbeiterin Amada Martinez und die Ärztin besuchen die Familie, weil das Kind sich in kritischem Zustand befindet. Die Mutter, wieder schwanger mit Zwillingen, hat kein Geld für den Bus, um Cynthia ins Spital zu bringen. Die 15-jährige Tochter kümmert sich um das Kind. Cynthia hat alle Symptome der Unterernährung. Ein Plastiksack ersetzt die Windeln. Das Kind wächst kaum. Und immer neue Krankheiten schwächen das Mädchen. Sehen Sie, wie das Steißbein geschwollen ist. Das ist der Ursprung für die Infektion. Sind das normale Probleme in diesem Quartier? Das sind die Probleme in der ganzen Provinz. Das ist eine ganz reiche Provinz für eine kleine Gruppe von Leuten und eine ganz arme Gegend für die Mehrheit der Bevölkerung. Ob der Vater Arbeit hat, will die Sozialarbeiterin wissen. Gelegenheitsarbeiten.
Er verdient wenig, manchmal 1-2 Franken. Daneben bekommen wir etwas Milch vom Gesundheitsdienst. Kann die Regierung nicht mehr tun? Im Fall dieser Familie gibt es nicht mehr Hilfe. Die Mutter hat als Haushaltsvorstand nur das Anrecht auf eine pauschale Unterstützung. Das sind 50 Franken pro Monat für 10 Personen. Wir wissen nicht, warum die Größe der Familie nicht berücksichtigt wird. Offenbar gingen die Anträge in der Bürokratie unter. Und es gibt sehr viel Korruption. Es braucht sehr viel Zeit, um zu beweisen, dass man Hilfe nötig hat. Auch wenn man ein Kind hat, das so unterernährt ist wie Cynthia. Das Enkelkind bekommt noch Muttermilch. Ihm droht das gleiche Schicksal wie Cynthia, der die Ärzte mittelfristig kaum Überlebenschancen geben.